So, herzlich willkommen zurück zu einer... Ich kann keine Schnellreißer machen. Warum kann ich keine Schnellreißer machen? Ja, zu einer neuen Folge von Assassin's Creed 3. In der letzten Folge haben wir wirklich die letzten Siedlungsmissionen, also die aktuell letzten Siedlungsmissionen abgeschlossen, waren dann nochmal in Boston und in New York unterwegs. Also wir sind nochmal gut rumgekommen. Und in der heutigen Folge werden wir uns der Hauptmission wieder zuwenden und werden mit der Aquila irgendwo hinsteuern, denn wir wollen ja das Fort, in dem sich höchstwahrscheinlich unser Vater drin befindet, attackieren, um uns dann durch die Tunnel zu bewegen, um dann halt von innen heraus dann einzudringen. Beziehungsweise befindet sich ja Charles Lee hoffentlich auch mit in dem Fort. Ich glaube, es war unser Vater und Charles Lee. So. So. Borgner, wir müssen noch mal die Säge setzen. Und zwar Richtung die Schlacht von Chester Peak. Ach so, oh, ich habe vergessen, das vorzulesen. Oh. Chesapeake, 5. September 1781. Lafayette versprach mir eine Flotte ohne Gleichen und einen furchtlosen Captain. Stattdessen begrüßt mich ein alter Kahn und ein verkleidetes Bürschchen. Ich verspreche, mehr brauchen wir nicht, Admiral. Das bezweifle ich, doch Bettler haben keine Wahl, Kann ich sie nicht einfach vom Bord schmeißen? Sie gehören euch, falls wir das überleben werden. Also, was soll ich tun? Haltet die Bucht, während ich die Flotte angreife. Sollten sich britische Schiffe nähern, zerstört sie. Sie dürfen nicht nach Yorktown. Ein bisschen Angst, dass wir eins der Schiffe rammen. Allmächtiger Gott! Die Hölle ist ausgebrochen! Was schätzt du, wie viele? Zu viele. Wenn jemand sie aufhalten kann, dann wir. Sicher? Ich hoffe nur, der Admiral kommt schnell zurück. Der Feind nähert sich! Also gut, Männer! Bereit für die Schlacht! Sieht aus, als können sie uns begrüßen. Macht euch bereit! Ei, ei! Oh, Moment! Moment, meine Brandgeschosse brauche ich ja. Breitseite abgeben! So, optimale Missionsziele würde ich vielleicht jetzt nicht unbedingt. Oh, verdammt. Ah, das wollte ich nicht. Hä? Ist sie jetzt untergegangen? Hä? Oh. Okay, wir machen das. We are doing this. Okay. Das war jetzt dumm. Die Masse war. No, 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 no. Deckung! Halbes Segel! Schaffen wir? Doch. Ha! Feuer!
Verdammt. Was ist das? Die bricht auseinander! Ein Schiff weniger! Vorsicht! Runter! Runter! Oh, meine Masura! Muss ich mal kurz gucken. Hallo, nicht auf mich! Kollege! Hallo. Gib mir halbes Segel! Moment, so. Haha. Gib mir volles Segel, Jungs! Oh nein, kommen jetzt noch welche! Ist es deren Ernst? Ja, ich muss mal hier, Kamera, ist mir egal, dass da was kommt. Ich muss mich erstmal um den ganzen Spaß hier kümmern. Moment. Breitseite abgeben! Halbe Segel, Männer! Halbe Segel! Oh, mach doch mal. Hahaha! Moment, so. Weniger Segel! Weniger Segel! Halbe Segel! Ey! Tschüss! So. Gib mir halbes Segel! Noch was gucken. Hallo! Feuer! Ah, verdammt. Das war doof. Wisst ihr, was wir machen? Komm, wir knutschen uns einfach jetzt mal ganz schnell. So. Haben wir es jetzt geschafft? Oh, bitte lasst uns das jetzt geschafft haben. Hallo? Nein! Schiff verloren! Unsere Eskorte ist versenkt. Jetzt seid ihr allein. Danke. Tschüss. Ich will aber nicht alleine segeln. Was ist denn da? Wo bleibt unsere verdammte Verstärkung? Die wird kommen. Wir müssen die Bucht so lange halten. Das ist verrückt. Du bist allein und wir sind ohne Verstärkung. Das sehe ich auch schon, das nächste Schiff. Oder Schiff, ach du Heilige.
Ich will nicht mehr. Ich möchte jetzt gerne, dass die Mission beendet wird. Ach du Heilige. Achtung! Werden beschossen! Das Kriegsschiff schießt! Das ist ein Kriegsschiff! Alle Kanonen sind zerstört! Jetzt können wir uns nicht mehr wehren! Das Biest wird uns versenken, wenn wir nicht aufpassen! Gebt mir halbes Segel! Er hat wirklich vor, sie zu entern, oder? Hat er den verstanden? Komm! Wer wird uns noch alle umbringen? Wir rammen die jetzt! Los! Haltet an! Das Schiff gehört dir, Captain Faulkner! Was machen wir jetzt? Oh, guck! Nein! Ich wollte... Oh, warum ist denn das immer so selten dämlich ausgerüstet? Ich will doch einfach in meinen Tomahawk haben. Komm. Du verrückter Hund. Warum haben wir das jetzt so genau gemacht? Ist das unsere Verstärkung? Es heißt, ihr hättet das Kriegsschiff alleine versenkt. Imposant. Vielleicht hat Lafayette nicht übertrieben, als er eure Fähigkeiten beschrieb. Wie versprochen gehören meine Schiffe euch. Wie können wir helfen? 5 von ihnen müssen in den Hafen New Yorks unter britischer Flagge... Wartet, wartet. Ich dachte, ihr wolltet ein paar Piraten versenken oder Fracht transportieren. Stattdessen bittet ihr uns was? New York zu zerstören? Nein. Natürlich nicht. Ah. Nur ein Teil davon. Erklärt mir das. Ich muss ins Fort George eindringen, doch es wird gut beschützt. Euer Beschuss wird die Mauern sprengen und die Wachen zerstreuen. Und ein Schiff unter französischer Flagge käme nicht nah genug heran. Dann ist der Plan klar? Keineswegs. Aber ein Versprechen ist ein Versprechen. Auch einem Irren gegenüber. Ich entfache ein Signalfeuer, wenn die Zeit für den Angriff gekommen ist. Ihr habt ihn gehört. Stellt ihre Flaggen, damit wir sie hissen können. Beeilung! Beeilung! Okay. Zeitung in der Animus-Datenbank freigeschaltet. Gerade die Schlacht von Shakespeare. Und ich habe nichts erreicht. Das ist mir aber auch egal. Ich bin froh, dass ich das hinter mich gebracht habe. Hallo, Connor. Grüß dich. Ist alles vorbereitet? Ja, Lafayette wartet schon in den Tunneln unter der Stadt. Okay. Das heißt, ich kann mich ja gar nicht dorthin teleportieren, ja, egal. So, was gucken. Wir müssen ja noch den einen auf Mission schicken. Na gut, der Rest ist mir, sage ich mal, egal. Wir haben auch genügend Geld. Das werden wir eh nicht mehr benötigen. Aber es wäre schon schön, wenn wir dann noch den letzten auf den Rang 11 hoch leveln könnten. Da haben wir nämlich alle Rekruten, die wir im Boston, New York eingesammelt haben, auf den Rang Assassinen ausgebildet.
So, und da haben wir bestimmt schon Fort George. George. Mal schauen, ob wir wieder den Ratten folgen müssen. Oder ob es jetzt, keine Ahnung, folgt den Schmetterling oder den Spinnen heißt. Das finde ich falsch abgedingst. Tschüss! Entschuldigung. Redet der mit mir oder mit wem redet der denn jetzt? Ah, nein, hallo. Ich glaube, ich muss der Stimme folgen, oder? Ist es das? Was ist das denn? Ach, das ist immer ein Assassin. Hallo? Hey, Max. Monsieur Steff, ich dir, ich kann nicht. Hä, was? Komm doch! Dieser Tunnel führt in den militärischen Bezirk. Und der Admiral? Er wartet auf das Signalfeuer. Und dann beginnt er den Angriff. Und wir werden auch da sein. Okay, dann mal rein in die gute Stube. Sofort zurück, natürlich. Wenn ihr mich so freundlich drum bittet, sage ich natürlich nicht nein. Oh, warum haben die jetzt alles so andere... oh, verdammt. Andere Kleidung an. Connor? Nein! Oh, Connor, Mensch, du solltest einfach nur da hoch. Ich meine, da verstehe ich echt nicht, was dein Problem ist. Ja, Menschen. Oh. Ich muss in das vorgehen. Weichen. Wo bist du, Charles? Fort.
Dein eigener Sohn? Hey. Komm schon. Du bist mir nicht gewachsen, Connor. Trotz allem Geschick bist du nur ein Kind und musst noch viel lernen. Gib mir Lee! Unmöglich. Er ist unsere Hoffnung für die Zukunft. Die Schafe brauchen den Hirten. Er wurde entlassen und getadelt. Er kann dir nun nicht mehr helfen. Ein kurzzeitiger Rückschlag. Er wird rehabilitiert. Das ist unfair. Du tust, als hättest du das Recht zu richten. Obwohl alles, was ich dir zeigte, was ich sagte und tat, klar das Gegenteil Wir haben deinem Volk nichts getan. Wir unterstützten die Krone nicht. Wir wollten dem Land Einheit und Frieden bringen. Unter uns wären alle Menschen... Sind wir bald mal fertig? Gib auf und ich verschone dich. Große Worte von einem Todgeweihten. Geht es dir besser? Auch wenn es scheint, als würdet ihr siegen, stehen wir wieder auf. Und weißt du warum? Unser Orden entstand aus einer Erkenntnis heraus. Wir brauchen kein Credo, keine Belehrungen durch verzweifelte alte Männer. Wir brauchen nur die Welt zu sehen, wie sie ist. Und deshalb werden die Templer niemals untergehen. Glaube nicht, ich hätte vor, deine Wange zu streicheln und mir Fehler einzugestehen. Ich weine nicht und frage, was hätte sein können. Das verstehst du sicher. Dennoch bin ich irgendwie stolz auf dich. Du besitzt große Entschlossenheit, Stärke, Courage, alles edle Tugenden. Ich hätte dich längst töten sollen. Wir haben ein Problem. Haytham hat das Amulett nicht mehr. Aber der Tempel schickt noch Daten. Da muss noch mehr dran sein. Nur ein Weg, es herauszufinden. Lees letzte Zuflucht. Haythams Andenken haben wir freigeschaltet. Und ich muss sagen, als ich das erste Mal Assassin's Creed gespielt habe, war das ein sehr schlimmer Moment für mich. Haytham eliminieren zu müssen. Und ich hätte mir wirklich gewünscht, dass es einen anderen Ausweg gegeben hätte. Und dass das anders für Connor gelaufen wäre. Mein Vater ist tot. Charles Lee führt nun den Templerorden an seiner Stadt. Ich weiß nun, warum dies ein ewiger Krieg ist. Für jeden geschlagenen Stein kommt ein neuer aufs Spielbrett. So geht es hin und her. In aller Welt. In allen Zeiten. Manchmal verliere ich den Glauben. Doch ich darf mich meinen Zweifeln nicht ergeben. Das Volk braucht mich. Jetzt mehr denn je. Ich muss die Templer stoppen. Ich werde Charles Lee töten.
Sequenz 12, New York 1782. Ja, aber in der nächsten Folge werden wir uns erst um Charles Lee kümmern. Und ja, wie gesagt, ich hätte mir wirklich gewünscht, dass es einen anderen Ausweg für Connor gegeben hätte. Statt seinen Vater zu töten, also töten zu müssen, dass es vielleicht irgendeine Art von Einigung gegeben hätte oder dass vielleicht Haven eingesehen hätte, dass man Charles Lee ausliefert. Gut, er müsste dann den Rücktritt machen und sagen, okay, der Templerorden hat halt den Einfluss in New York, Boston und in anderen Staaten dann verloren oder der wurde extrem geschwächt. Aber ich glaube, Haven hätte das niemals zugelassen. Aber es wäre schön gewesen, wenn es so gewesen wäre, weil ja, ich meine, trotzdem den eigenen Vater zu töten, ist, denke ich mal, schon keine so leichte Entscheidung, die man da fällen muss. Klar, es war mein, also Connors Leben und der Havens Leben. Aber Haven hätte uns auch einfach töten können. Er hätte einfach seine versteckte Klinge aktivieren können und da wären wir dreimal zu schnell tot gewesen, wie Haven. Und es wäre natürlich auch sehr lustig gewesen, wie die beiden damit dann umgegangen wären, wenn sie sich zusammengerauft hätten. Aber das, ich glaube, das wäre dann out of character gewesen für Haven. Deswegen hat man sich entschieden, höchstwahrscheinlich dazu entschieden, diesen Weg der Geschichte zu wählen. Es tut mir total leid für Connor. Erst seine Mutter, nun sein Vater. Und man wusste ja oder man hat ja gemerkt, dass er trotzdem noch Hoffnung hatte, dass er sich mit seinem Vater versteht oder aussprechen kann oder diese ganze Sache beilegen kann. Aber ja, das Leben ist kein Ponyhof. Ja, und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir uns halt dann um Charles Lee kümmern. Und dann haben wir hoffentlich soweit unseren Frieden gefunden. Ja. Und ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.